Hallo, ich grüße euch ganz, ganz herzlich. Heute werden wir das Häkelmuster Nummer 20 zusammen häkeln. Bevor wir mit dem Muster anfangen, häkeln wir eine Luftmaschenkette und die zusätzliche Reihe. Für heutiges Muster benötigen wir Maschenzahl durch 4 teilbar plus 3 Maschen. Hier habe ich schon die Luftmaschenkette und die zusätzliche Reihe gehäkelt. Wie man so eine zusätzliche Reihe häkelt, zeige ich euch in einem anderen Video. Ich habe für heutiges Muster eine Luftmaschenkette mit 26 Luftmaschen gehäkelt und dann die zusätzliche Reihe. Jetzt ist meine Maschenzahl durch 4 teilbar plus 3 Maschen. Also das bedeutet, dass ich hier 19 feste Maschen in der zusätzlichen Reihe habe. Jetzt fangen wir schon mit der ersten Reihe an. Erste Reihe. Eine Luftmasche. In die erste Masche eine feste Masche häkeln. Ab jetzt werden wir fortlaufend wiederholen. Eine Masche übergehen und in die nächste Masche 3 feste Maschen häkeln. Jetzt wieder eine Masche übergehen und in die nächste Masche eine feste Masche häkeln. Und so werden wir in dieser Reihe fortlaufend wiederholen. Also eine Masche übergehen und in die nächste Masche 3 feste Maschen häkeln und dann wieder eine Masche übergehen und in die nächste eine feste Masche häkeln. Und ich häkle jetzt die Reihe noch zu Ende und gleich sehen wir uns wieder. Ich bin hier schon fast am Ende der Reihe. Ich habe gerade eine feste Masche gehäkelt und jetzt in die letzte Masche häkeln wir 3 feste Maschen in eine Masche. So sieht die Arbeit nach der gehäkelten Luftmaschenkette, zusätzliche Reihe und nach der ersten Musterreihe aus. Die Arbeit wenden und wir fangen mit der zweiten Reihe an. Am Anfang häkeln wir 3 Luftmaschen. Ab jetzt werden wir wiederholen. In die mittlere der 3 festen Maschen der Vorreihe häkeln wir 2 Stäbchen mit einer Luftmasche dazwischen. Also ein Stäbchen, dann eine Luftmasche und dann noch ein Stäbchen in dieselbe Masche der Vorreihe. Dann in die einzelstehende feste Masche der Vorreihe häkeln wir eine feste Masche. In die mittlere feste Masche der 3 feste Maschen der Vorreihe häkeln wir 2 Stäbchen mit einer Luftmasche dazwischen. Und in die
In die einzelstehende feste Masche der Vorreihe häkeln wir eine feste Masche und so weiter. Die ganze Reihe häkeln wir so. Und hier am Ende der Reihe häkeln wir zwei Stäbchen mit einer Luftmasche dazwischen. Und so sieht dieses Häkelmuster jetzt nach zwei Reihen aus. Die dritte Reihe. Am Anfang der Reihe häkeln wir eine Luftmasche. Zwischen den zwei Stäbchen der Vorreihe häkeln wir jetzt drei feste Maschen. In die einzelstehende feste Masche der Vorreihe häkeln wir eine feste Masche. So wird es in dieser Reihe fortlaufend wiederholt. Also zwischen zwei Stäbchen der Vorreihe häkeln wir drei feste Maschen. Und in die einzelstehende feste Masche der Vorreihe häkeln wir eine feste Masche. Am Ende der Reihe, statt zwischen den letzten zwei Stäbchen der Vorreihe, häkeln wir drei feste Maschen in den letzten Luftmaschenbogen. Also die zwei Stäbchen übergehen wir und wir häkeln drei feste Maschen in den letzten Luftmaschenbogen hier. Nach drei Reihen sieht dieses Muster jetzt so aus. Wie geht es weiter? Also weiter werden wir die Reihen 2 und 3 fortlaufend wiederholen. Ich werde jetzt mit euch nochmal die zweite und die dritte Reihe wiederholen. Also, wir wiederholen jetzt die zweite Reihe. Am Anfang der Reihe häkeln wir drei Luftmaschen. In die mittlere feste Masche der drei feste Maschen der Vorreihe häkeln wir zwei Stäbchen mit einer Luftmasche dazwischen. In die einzelstehende feste Masche der Vorreihe häkeln wir eine feste Masche. So wiederholen wir die ganze Reihe. Am Ende der Reihe häkeln wir zwei Stäbchen mit einer Luftmasche dazwischen. So sieht jetzt die wiederholte zweite Reihe aus. Jetzt werden wir zusammen die dritte Reihe wiederholen.
Am Anfang der dritten Reihe häkeln wir eine Luftmasche. Und jetzt zwischen zwei Stäbchen der Vorreihe häkeln wir drei feste Maschen. In die einzelstehende feste Maschen der Vorreihe häkeln wir jeweils eine feste Masche. So werden wir die ganze Reihe fortlaufend wiederholen. Also nochmals zwischen den zwei Stäbchen der Vorreihe häkeln wir jeweils drei feste Maschen und in die einzelstehende feste Maschen der Vorreihe häkeln wir jeweils eine feste Masche. Am Ende der dritten wiederholten Reihe, statt zwischen den letzten Stäbchen, in den letzten Luftmaschenbogen drei feste Maschen häkeln. So sieht jetzt die Arbeit nach Wiederholung der zweiten und dritten Reihe aus. Ich finde, dass dieses Muster ganz schön aussieht. Und man kann dieses Muster wirklich für viele Sachen verwenden. Und ich denke mal, dass dieses Muster gar nicht schwer ist zum Häkeln. Gleich seht ihr auch die Häkelmusterbeschreibung und dann könnt ihr in Ruhe weiter üben. Und das wäre auch schon alles, was man über dieses Häkelmuster wissen sollte. Ich bedanke mich schon bei euch fürs Zuschauen und eventuell fürs Mithäkeln und ich wünsche euch viel, viel Spaß und Erfolg mit euren Häkelprojekten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!